Hallo und herzlich willkommen hier zu dem dritten, also zur dritten Folge von dieser Let's Play-Reihe, so gesagt. Wir fahren heute mal wieder mit dem Train Simulator. Wir spielen mal wieder Train Sim World und dabei ist der Dete immer noch. Hallöchen und willkommen zurück. Ihr habt bestimmt jetzt alle darauf gewartet. Auf diesem Teil werden wir jetzt Holz fahren. Ich und mein Holz halt. So, jetzt müssen wir einmal den Zug hier abrüsten. Einmal auf Aus. Einmal Spitzensignale mache ich auf. Hecklichter reduziert. Haupt- und Instrumentenbeleuchtung mache ich aus. Weil da hattest du ja gestern das Problem. Weil ich hatte ja über Steam zugeschaut. Damit ich weiß, was mich ungefähr erwartet, aber viel weiß ich jetzt nicht. Und wir dürfen losfahren. Einmal schauen, ob bei mir jetzt das geht hier mit den Lichtern. Ja, natürlich. Hast du einen Fehler gemacht gestern? Ah, den hast du ja gestern dann noch gefunden gehabt, glaube ich. So, einmal die Bremse lösen und langsam losfahren. Ich gebe Gas. Aber der zeigt mir hier nicht an, dass ich angeblich Zugkraft gebe. Ach so, ja, ich hätte auch den Stromabnehmer einmal schließen können. Damit überhaupt der Strom in diesen Führerstand ist. Wäre natürlich eine schlaue Idee gewesen. Wir fahren jetzt nach Böhle 305. Also das ist ja schon ziemlich groß hier. Wo man hier rangieren kann und so. Leider ging ja das erste Szenario nicht. Also irgendwie fährt der Zug da nicht los. Obwohl man alles so gemacht hat, wie im Tutorial erklärt. Wie es auch dort steht. Park, also Bremse lösen. Und erstmal wieder am Anfang der Folge kleines bisschen was trinken. So, jetzt habe ich dann mal etwas getrunken. Das dürfte jetzt unser Zug hier sein, der da steht. Unser alter. Cool wäre, wenn mal Hamburg Marschen geben würde. Vielleicht in Train Sim World, weil da die ganze Zeit rumzurangieren und so. Ich denke, das würde auch Spaß machen, oder? Wenn du mit der kleinen. Oh, wie heißt die Nummer? Mit der kleinen Rangierlok da durch die Gegend guckst. War das eine E36 oder so? Ich wähle jetzt gerade die Nummer, die Baureihe von der kleinen, ich sag mal in Anführungszeichen, Knutschkugel nicht. Ja. Aber da fährt ja auch. Aber da fährt ja auch die Bär 101, dürfte das sein. Oder eine 185, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Wird die 101 auch für Güterverkehr benutzt? Ich glaube schon, oder? Ist ja eigentlich für alles da, die 101. Ist ja mehr Zweck eigentlich, oder? Ja, da gibt es auf jeden Fall so einen Zug, der da innerhalb von 30 Minuten Takt von dem Rangierbahnhof immer zum Hafen fährt.
Und da könnte man ja dann schöne Szenarios machen, wo man dann manchmal rangiert, dann den Ablaufberg ein bisschen runterfahren lassen, die Waggons. Dann mal zum Hafen. Macht bestimmt Spaß. Also das wäre ein Wunsch von mir so, aber gibt ja keinen Editor. Immer noch nicht. So, langsam Fahrt. Einmal bei dem HP. Überwachung auf 70 km/h. Aber wir dürfen ja eh nur 40 fahren. Aber hier vorne gleich 60. Müssen erstmal dann warten, bis alle Waggons drüber sind. Wie tut man das eigentlich in echt wissen, wann der letzte Wagen drüber ist? Ist das Gefühl oder? Weißt du denn von, ja, entweder wenn du die Länge bemisst oder in dein Buch guckst, oder wenn du wie heißt es? Ebola. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken und der mäht dich dann an, wenn du drüber bist. Du musst aber vorher voreinstellen. Okay. Im Ebola könnte man ja dann auch so schauen. Ungefähr. Oder man schaut auf die Streckenkilometer, wenn dort in der Nähe des Geschwindigkeitsding und dann seine Zuglänge halt bemisst. Das würde ja auch gehen. Wie der Dete schon gesagt hatte. Hier ist einmal ein. Boah, wie heißt das jetzt schon mal? Scheiße. Ach, ich vergesse heute die Wörter so. Ich bin heute, glaube ich, schon wieder. Bisschen ausgenutzt. Bist du etwa schon wieder müde? Nein. Ich bin schon wieder, glaube ich, Überhaupt ausgenutzt. nicht, Ich nein. bin nicht müde. Nee, nee. Nein. Nein. Oder vielleicht bin ich immer noch müde. Wer weiß, wer weiß. Der Preis ist heiß. Genau. Also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, denkt ihr, ich bin noch müde? Oder denkt ihr, ich bin schon wieder müde? Das würde mich jetzt mal interessieren. Vielleicht mache ich auch eine Umfrage jetzt hier oben rechts dann. Falls ich es nicht vergesse. Aber wie ich mich kenne, vergesse ich es eh wieder. Kleiner Tipp am Rande, es gibt sowas wie einen Stift und so ein weißes, komisches, quadratisches Ding, da kann man draufschreiben. Ja. Stimmt, bei Minute 8 ungefähr, wenn ich jetzt etwas zu schreiben hätte. Also du kannst es dir mal notieren, Dete. Minute 8. Ungefähr bei der dritten Folge. Macht er sich auch bei etwas nützlich, auch wenn er, glaube ich. Moment, mach ich. Aber ich glaube, du fährst auch gerade TSW, oder? Ja. Ja, jetzt schmeiß ich den Kuli fast aus dem Fenster. Ja, also da freuen sich die Leute dann vor deinem Fenster. Dann hat irgendjemand einen Kuli im Auge stecken. Das ist auch schlecht, wenn man mit 120 Sachen einen Kuli durch die Gegend schmeißt. Ja, aber wenn du es jetzt ganz zart rausschmeißen würdest, dann. Ganz zart. Ah ja, also mit dem Samthandschuh denn. Genau. Ups. Wir dürfen jetzt gleich nur noch 50 km/h beim nächsten Hauptsignal. Weil die 5 war gelb, das heißt, es ist Ankündigung. Beim nächsten Hauptsignal, fürs nächste Hauptsignal.
Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht am Ende ein extra Video machen soll zu meiner Meinung, wo ich dann nochmal alles zusammenfasse von dieser Strecke, wenn ich alles gefahren bin mal. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder ich mache jetzt wieder eine Infokarte um rechts. So, ich lasse mal kurz den Zug rollen. Kurze Frage, hast du eigentlich schon herausgefunden, wie man die Beleuchtung in den Dostos ankriegt? In den Waggons. Ich war auch schon am Sicherungskasten, aber es rührt sich nicht. Doch, es geht an. Ich habe bis jetzt noch nicht davon gemerkt, Aber erst ab definitiv, einer trotzdem bestimmten. ich alle Also, Knöpfe durchgedrückt habe. es geht irgendwie nicht immer an, habe ich auch gemerkt. Und ich habe da irgendwie herausgefunden bei einem anderen YouTuber, der gestreamt hatte, der sagte, das geht, also bei ihm ging es irgendwie erst ab 17 Uhr an. Bei mir ist aber gerade 19 Uhr. Okay, dann hast du auch schon die Elektrik und so alles an. Ich fahre ja schon. Nur mit schwarzen Waggons, als ob ich ein Ghost Train wäre. Ein Geisterzug. Ja gut, also ich weiß es nicht, ich bin in Dostos bis jetzt noch gar nicht gefahren, richtig? Weil das erste Szenario ging bei mir einmal von 10 Versuchen. Aber dann hatte ich bei der Aufnahme so einen Scheiß zusammengesprochen, also erzählt. Also das war nicht mehr feierlich. Und in 900 Metern sind wir am Ziel. Das Video hättest du aber auch hochladen können und hättest du schreiben können, wenn Let's Player müde sind. Und dann hättest du das Video hochgeladen. Als Titel. Ja, wäre natürlich eine Idee gewesen, aber ich habe da rumgeflucht. Ich weiß nicht, ob das so gut von YouTube wäre und die Aufnahme ging 30 Minuten. Wegen so ein scheiß 10-Minuten-Szenario, was nicht richtig funktioniert. Ich habe alles Hättest so. du ab 18 dann freigeben können. Ja, trotzdem. Wird trotzdem dann manchmal gesperrt. Ich habe Siefer gedrückt. Wieso hast du trotzdem noch zweimal Siefer gesagt? Hat er jetzt etwa das nicht richtig akzeptiert, dass ich Q nicht so ganz durchgedrückt habe, dass ich schon fast meinen Finger verliere, wenn ich drauf drücke? Also die zweite Folge ging jetzt nicht so lang wie die erste, wenn das jetzt hier in Böhle schon zu Ende ist. Ist das hier schon zu Ende dann? Wenn man einmal einen anderen angekuppelt hat, oder muss man dann nochmal etwas ankuppeln? Du musst eigentlich nur einmal da drücken und das war's. Genau. Also heißt das einmal hin und zurück und das war's. Also heißt das einmal wechseln. Also dran, ab, dran und jetzt dann ab und dann Ende. Okay. Abmachen musst du es am Ende auch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Zielvorgabe erfüllt. Muss ich abrüsten? Das sagt er dir gleich alles. Fahren Sie die Lok herunter, um die Aufgabe abzuschließen. Okay. Also. Ich mach mal alles reduziert hier. Alles aus. Ich mach den Hauptschalter aus. Bremse mach ich mal auf 1B. So, einmal die Parkbremse drücken. Klettern Sie herunter und stellen Sie sicher, dass die Lokomotive versperrt ist. Ja. Tür habe ich zugemacht. Ich dachte schon, da hinter mir die Tür ist offen. Jetzt soll ich echt die 200 Meter laufen. Und dann ist ein anderer Güterzug im Weg. Okay. Also das sieht echt geil aus.
Wir könnten jetzt den Kollegen ärgern und hier einfach die Waggons abkuppeln. Jetzt bin ich hier auf dieser. Ey, weißt du, was geht? Du kennst doch da diese Stufen bei den Waggons, oder? Bei diesen Güterwaggons. Da kann man sich Ja. draufstellen. Okay. Das habe ich jetzt mal ausprobiert. Kann ich hier hochklettern? Hier ist etwas ganz kurz immer aktiviert. Aber das dürfte uns jetzt mal egal sein. Also vielleicht ist das ja in Planung, dass man vielleicht im Multiplayer fahren kann. Oder vielleicht bald wie bei Marschen, dass man dann so gesagt da mit so einem Controller diese kleinen Knutschkugeln dann fährt. Wie der Dete gesagt hat, mit Knutschkugeln. Muss man sich überraschen lassen, was die noch so alles raus. Aber ich glaube, jetzt Ob das kommt. nächste überhaupt Deutsch ist oder ob das Russisch, Polnisch, Tschechisch, Englisch, keine Ahnung, was ist. Ich glaube, die machen Muss wieder man. etwas mit Naja. Amerika vielleicht. Ah, da lassen wir uns überraschen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Land denkt ihr kommt als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Habe ich echt nicht. Und wir haben schon mittlerweile Ruhrsieg Nord auf Level 6 gelevelt. Also das ist schon mal ziemlich gut. Und ich bin mittlerweile Level 9. Wir sind 405 Meter gelaufen. 25 Kilometer. Wir haben 2 Minuten länger gebraucht, als im Szenario steht. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, also morgen. Und da fahren wir dann das nächste Szenario. Und wenn die ganzen Szenarios durch sind, werden wir trotzdem noch ein bisschen im Fahrplanmodus fahren, aber das wird dann der Dete machen. Und das dann auch. Nein, Doch. oh. Und das dann auch ohne, also ohne Stimme mal. Denn das wird dann abends kommen. Und das soll dann einfach so ein bisschen zur Entspannung sein, weil das ist eigentlich, wie ich gestern gemerkt habe, wo ich ihm noch zugeschaut habe, so um 23:40 Uhr oder so. Das ist echt entspannend, wenn man einfach zuschaut, währenddessen jemand anders fährt. Finde ich echt super. Auch wenn man nichts dazu spricht. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben jetzt 20 Minuten ungefähr, also 18 Minuten steht jetzt ganz genau. Und ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit bis dahin und ciao. Bye.